In diesem Video tanzen wir wieder zusammen. Mein Name ist Jana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Choreografien zum Mittanzen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und auch heute tanzen wir wieder gemeinsam eine kleine Choreografie. Ich zeige sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz zum Schluss tanzen wir sie noch einmal gemeinsam. Los geht's! So, das ist die kleine Tanzkombination. Sie besteht aus 5 Elementen. Genau, und dann lass uns direkt loslegen. Es geht los mit einer Pose. Für diese Pose stellst du dich wieder elegant hin. Das heißt, du drehst einmal mit deinen Zehen 45 Grad nach außen, dass sie in die Diagonale des Zimmers zeigen. Und stellst einen Fuß auf. Stell den Fuß wirklich dicht am anderen Fuß, also hier nicht irgendwo hin, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie zeigt elegant über dein anderes Knie, also nicht so, sondern so. Dein Popo ist gestreckt, der Bauch ist eingezogen, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, die Schultern sind einmal zurückgerollt und nach hinten unten in die Hosentaschen gesteckt, dein Hals ist lang und dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau. Und jetzt kannst du, wenn du das möchtest, einfach mal so 3 bis 4 Mal wackeln mit der Hüfte. 1, 2, 3, 4. Und für unsere Pose nimmst du jetzt beide Arme gleichzeitig nach oben. Also, so, ich mache das nochmal und erkläre nochmal ein bisschen was dazu. Und zwar nimmst du deine Arme wirklich von unten an den ganzen Weg nach oben. Also nicht hier von der Mitte irgendwo, sondern von unten an den ganzen Weg nach oben. Schau dabei einem Arm hinterher und in dem Moment hast du die schönsten Arme der Welt. Ja, genau. Wenn du deine Arme oben hast, lass die Schultern unten. Ja, also zieh sie hier nicht mit hoch. Die Schultern bleiben unten, obwohl die Arme oben sind. Und du hältst diese Pose jetzt für 2 Sekunden. Stell dir gerne dabei vor, dass dich jemand dabei fotografiert. Ja, lächeln. Und dann nimmst du deine Arme wieder nach unten. Ja? So, das war der erste Teil. Und alles, was wir hier machen, mach das wirklich ganz für dich, also wirklich genüsslich. Versuch so in deinen Körper hineinzufühlen. Ja? Also denk nicht zu sehr daran, oh Gott, wie sieht das jetzt hier von außen aus? Oder was würde jetzt irgendjemand denken, wenn er mich so sehen könnte? Sondern mach das wirklich ganz für dich und genieße es einfach. Genau. Und die Bewegungen macht die wirklich von Anfang bis zum Schluss. Also die Pose fängt wirklich an mit Armen nach oben nehmen, von hier unten halten. Und erst wenn du die Arme unten hast, ist die Pose zu Ende. Und wenn die Pose zu Ende ist, fängst du an mit Teil 2.
Teil 2 ist dieses Rollen mit deinen Schultern. Ja? Das heißt, du rollst einfach mit deinen Schultern so entgegengesetzt, also nicht beide gleichzeitig, sondern entgegengesetzt nach hinten. Ja, und mach diese Kreise so groß wie möglich und halte deine Arme und Hände dabei gestreckt. Also nicht so hier, sondern immer schön gestreckt, elegant, lächeln. Und dann kannst du das auch mal mit einer Schulter machen, indem du dich hier so in Pose schmeißt, die eine Hand auf der Hüfte und die andere Hand macht hier diese Schulterrolle, beziehungsweise du rollst mit einer Schulter so nach hinten. Genau. Das ist Nummer 2 unserer kleinen Choreografie. Element Nummer 3 sind 3 Schritte nach vorne. Und während du nach vorne gehst, versuchst du mal so einen kleinen Tack, so mit deiner Brust, so nach oben, so einen kleinen Akzent zu setzen. Ja, also während du mit dem Fuß auf den Boden trittst, machst du so einen kleinen Akzent nach oben. Probier das einfach mal. Wenn das noch nicht so klappt, ist nicht so schlimm. Genau, also Element Nummer 3 unserer Choreografie, 3 Schritte nach vorne und die Brust nach oben. 1, 2, 3. Deine Hände hast du dabei auf einem Wolkenkissen. Ja, also bevor du losläufst, leg deine Hände auf einem Wolkenkissen ab. Element Nummer 4 unserer kleinen Choreografie ist Beinstreicheln. Ja? Wenn du mit deinen Schritten fertig bist, dann stehst du wieder so elegant. Ja? Also ein Fuß zeigt nach außen, der andere ist aufgestellt. Genau. Und eine schöne, elegante Pose, wie ganz am Anfang der Choreografie. Ja? Okay. So, und jetzt streichelst du mit einer Hand dein Bein. Mach auch das wirklich ganz genüsslich und du hast jetzt das schönste Bein der Welt. Ja? Und auch hier wieder, wenn du dein Bein streichelst und du nach unten gehst, lass deinen Rücken gerade, zieh deinen Bauch ein, die Sonne scheint aus deinem Dekolleté. Wenn du nicht ganz so weit runterkommst, dann beuge lieber die Knie ein bisschen, aber bleib im Oberkörper dabei gerade. Also nicht so hier irgendwie so zusammenfallen, sondern der Oberkörper bleibt gerade und du beugst einfach deine Knie ein bisschen. Kommst du mit der Hand weiter runter zum Fuß. Genau. Und ganz zum Schluss machst du wieder eine Pose, um diese Choreografie zu beenden. Dafür nimmst du jetzt beide Arme abwechselnd nach oben. Das heißt, Arm Nummer 1, Arm Nummer 2, halten für 2 Sekunden, lächeln und tada, das ist das Ende unserer kleinen Choreografie. So, und jetzt tanzen wir noch einmal unsere kleine Choreografie gemeinsam.